Hallo, Liha 2004. Heute habe ich mal wieder ein Breaking News Video. Und zwar ist es gerade 20.36 Uhr am Freitag, 15.02.2019. Und jetzt spielt der FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Und es ist etwas Sonderbares passiert. Und zwar ging Augsburg nach 13 Sekunden in Führung. Und man wird sich jetzt denken, okay, schnelles Tor. Aber es war auch noch ein Eigentor. Und zwar von Leon Goretzka. Irgendwie der Philipp Max, ich glaube, der heißt so, der wurde geschickt, ich glaube, der ist ja Außenverteidiger, hat den Ball dann irgendwie in die Mitte geflankt und dann hat Goretzka den Ball halt an seinen Fuß bekommen und ein Eigentor gemacht nach halt 13 Sekunden und ich glaube, das ist so noch nicht passiert, das ist wahrscheinlich das schnellste Eigentor der Fußballgeschichte oder wahrscheinlich zumindest der Bundesliga-Geschichte. Und ja, was ich jetzt gerade gesehen habe, also das Spiel läuft jetzt seit etwa 5-6 Minuten, also es ist 37, aber es wurde ein bisschen zu spät angepfiffen. Bayern hat in der zweiten Minute fast schon den Ausgleich gemacht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Auf jeden Fall Eigentor nach 13 Sekunden, das ist ja schon mal was Spezielles. Und das war's in dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und ciao.